Einer für alle und alle für einen. Unter diesem Motto veranstaltet der Berliner Schwimmverband den deutschen Mannschaftswettbewerb der Jugend in der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark. Hier geht es nicht um Einzelleistungen, sondern um das gemeinsame Kämpfen. Teamwettbewerbe sind für uns besonders wichtig, weil normalerweise Schwimmen eine Einzelsportart ist, wo jeder für sich selber schwimmt und kämpft. Und hier haben wir wirklich mal die Möglichkeit, dass die Sportler, die im tagtäglichen Training alle zusammen trainieren, auch mal eine Mannschaft bilden können und sich so natürlich auch gegenseitig noch pushen können. Bei diesem Wettbewerb qualifizieren sich Berliner Mannschaften für den Bundesentscheid, welcher Ende Januar in Wuppertal ausgetragen wird. Im Vordergrund der Veranstaltung steht jedoch für alle der Spaß und das gemeinsame Schwimmen mit der Mannschaft. Also es geht vor allem nicht um die Platzierung, sondern eher, dass wir halt alle zusammen schwimmen. Ab und zu schwimmt halt auch mal einer eine ziemlich gute Zeit, aber darum geht es nicht hauptsächlich. Beim Teamwettkampf hat man halt so einen größeren Ansporn von den anderen, auch beim Staffel, weil die spornen sich halt noch mehr an, weil sie halt hinter dem Block stehen. Antreten dürfen die Jugendklassen A bis E. Viele Teilnehmer sind Nachwuchsschwimmer und waren vorher noch nie bei einem so großen Wettkampf. Für uns Trainer natürlich auch eine Herausforderung, weil viele ihren ersten Wettkampf haben, unter anderem Mira. Dadurch, dass verschiedene Altersklassen bei der DMSJ mitschwimmen, können auch viele Geschwister zusammen an den Start gehen. Es ist sehr schön, dass beide halt den gleichen Sport mögen und wir können schwimmen beide und wir haben Spaß dabei. Aber nicht nur die Familie und das Team motiviert die jungen Staffelschwimmer. Die Tribünen sind gefüllt und viele Zuschauer sind gekommen, um ihre Schwimmmannschaften zu unterstützen. Die Stimmung auf der Tribüne, man hat es ja hier mitbekommen, ist wirklich wunderbar. Es ist wieder ganz toll nach Corona, dass hier die Schwimmfamilie wieder so zusammenkommen kann. Die große Schwimmfamilie zusammenzubringen, das ist dem Berliner Schwimmverband an diesem Wochenende mit der DMSJ definitiv geglückt.